Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Mich hat der Fastfood-Trip gepackt, aber der eklige Fastfood-Trip. Aber das macht nichts. Wir testen heute nochmal McDonald's, Burger King. Und zwar die Premium-Variante. Ich habe hier gerade schon gesehen, hier wird es erstmal gleich bei Burger King den Steakhouse-Burger geben. Schön mit Käse, Achmed, also in seinen Worten eben, der ist krass, Bruder. Der ist krass. Und da bin ich gespannt, ob ich das gleich auch sagen werde. Danach geht's zu McDonald's. Jetzt erstmal bei Burger King rein. Viel Spaß beim Video. Es geht natürlich auch in die zweite Runde. Wir werden auch noch den nächsten Burger testen. Aber erstmal hier, wie gesagt, gibt's jetzt den Steakhouse-Burger. Naja, jetzt wird gesnackt. Noch nichts gegessen heute. Ich habe mächtig Hunger. Ich bin Holgers Fastbeauftragte. Danke, Bruder. Du sagst, das ist heftig? Ja, ich mag den sehr gerne. Halt ohne Bacon, wie auch. Mhm, ja, ja, ja. Wird der frisch gemacht? Premium-Sachen werden immer frisch gemacht, mhm. Also wenn du sowieso Sachen weglässt, wie jetzt Bacon und sowas, wird es automatisch frisch gemacht. Du siehst aus wie ein Verbrecher, Achmed, muss ich ehrlich sagen. Scheißegal, ne? Und dann nehmen wir dann mal Chicken. Genau, das ist nämlich dieser Cheddar Cheese Lover. Dann nehmen wir halt ohne den Cheddar Ring, weil dieses zu viel Käsesoßenmäßige, glaube ich, so 14,28. 14,28 hast du gesagt, Achmed? Das wird bei McDonald's auch teurer. Voila. Ich glaube, ja. Dein Verwirrchen noch von mir. Ich wollte es eigentlich nicht mehr tun. Nicht mehr McDonald's so. Aber nach dem letzten Mal ja nicht so gut abgeschnitten haben die Burger. Aber auch, da war das Personal irgendwie nicht auf der Höhe. Sagen wir mal so. Die waren, da hat man gemerkt, da war mehr Potenzial. Aber viele haben gesagt, diese Premium-Dinger. Und das interessiert mich jetzt halt auch so. Ob die Premium-Dinger, ob die wirklich knallen. Laut Achmed sollen die heftig sein. Und ja, los geht's zur Runde 1. Der große Vergleich Burger King und McDonald's. Wir legen mit dem Chicken los. Chicken, komm mein Lieber. Also erstmal Geruch, ich schwör's euch, ich habe den so genau noch im Kopf gehabt, das ist immer der gleiche Geruch. Letztes Mal, wo ich hier schon den Test gemacht habe. Typische Burger King oder McDonald's Feeling. Dunkler Bun würde ich jetzt mal sagen, dunkle Panade, das hat mich ein bisschen gewundert. Also jetzt geht's eigentlich, aber die ist relativ dunkel. Jetzt nur rein faktenbasiert, nein, nicht ob es gut oder schlecht ist. Interessanter Bun, kommt mir so ein bisschen wie bei Miso Burger in Hamburg rüber, so ein bisschen Asia-Style. Auch von innen ist er auch. Wenn da was mit Tomate, irgendwas. Schöne Gurken hier. Also sieht gut aus, Leute. Ich muss sagen, so von der Optik haben die das gut gemacht diesmal. Schwör's euch, der ist nicht verkehrt, Mann. Der ist echt nicht verkehrt. Ich muss immer wieder sagen, ich hasse diese Ketten wie die Pest. Ich habe mal zu euch gesagt, ich werde das niemals testen. Aber letztes Video lief gut. Muss weitergehen. Ich werde schon nicht sterben von einmal. Ich hasse wie die Pest. Aber ich würde niemals, weil ich irgendwas kopfmäßig in Abneigung habe, schlecht bewerten, wenn es gut schmeckt. Der Bock gerade. Die Gurken, ihr habt es ja gesehen, die haben schöne. Ah, da ist sie. Die lege ich gleich wieder rein. Schöne Gurken drin. Das beim Chicken Burger kann ich mich gar nicht daran erinnern. Das mal mit den sauren Gurken, so ein Kombi. Habe ich bestimmt schon gegessen. Weiß ich aber gerade nicht. Passt aber erstaunlich gut. Schönes, würziges Chicken. Du hast oft das Problem, wenn du bei, sage ich mal, diesen neuen Burgerläden sprießt dir aus dem Boden die Pilze. Schwieriges Wasser. Überall gibt es Fehler. Nicht zart genug. Panade, lasch. Schmeckt einfach so, als würdet ihr glatt in der Pfanne ein Hähnchen braten und reinbeißen. Geht nicht. Das hier ist nicht verkehrt, Mann. Schöner, spezieller Geschmack, rein geschmackstechnisch. Von diesen roten, die spielen da mit der Optik mit. Das findet sich auch im Geschmack wieder. Du hast da halt vom, ich nenne es jetzt mal, ein bisschen Miracoli-Gewürz-Style intensiv reingeballert. Siehst rot, denkst an Tomate, schmeckst es, ist nicht schlecht. Schwachpunkt bei dem Burger ist immer noch, dass sie es nicht hinkriegen, dass es komplett saftig ist. Es ist immer noch eine trockene Komponente mit bei. Und das war bei meinem letzten Test auch so, was sie nicht rauskriegen. Da kriegt ihr jetzt eine Bewertung von mir. Schönes Zusammenspiel, 7,4 Punkte von mir. Absolut vernünftiger Burger. Rein geschmackstechnisch, wenn man vorbeifährt, hier zack, schnell, keine 100 Jahre warten, alles unkompliziert. McDrive kann ich absolut nachvollziehen. Ihr wisst, ich habe eine sehr strenge Bewertung bei Burgern. Die Trockenheit noch raus, vernünftiger Burger. Da bin ich gespannt, wie jetzt McDonald's, ob die dagegen halten können. McCrispy Homestyle bei McDonald's. Viel Spaß. Und bei McDonald's am Start, da ist schon mal unser Kandidat Nummer 1. Ich bin gespannt. Nicht lang schnacken jetzt hier. Wir holen den Burger raus. Deutlich. Mal gucken, ob die das überhaupt auf die Reihe kriegen, Achmed. Vielleicht verpeilen das mit dem Bacon. Gibt es Fälle von, aber normalerweise kriegst du dann
das Paket von den Burgern oben ist so ein Sticker mit einem M drauf, das bedeutet extra Besteller. Man hat alles schon gehört, Leute, ist alles schon passiert hier auf der Welt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Damit wir das besser einordnen können, das Ganze, werde ich nochmal eben die Bewertung von diesem McDonald's aufrufen. Meine Verbindung ist gerade abfuck, Leute. Ich muss mich mal eben kurz hier mit Netzwerk verbinden. Ich nehme mal eben Telekom, weil das andere scheint hier geschützt zu sein von McDonald's. Was gerade passiert, Leute? Ich habe mich mit einem Fake-Netzwerk verbunden. Das passiert nicht selten. Leute geben sich als Netzwerk aus. Ihr verbindet euch, die klauen euch Passwörter, Daten, alles und ihr seid am Arsch. Dennoch ein Passwort irgendwo doppelt mal benutzt, alles am Ende. Also ich wäre komplett hinüber. Das könnt ihr unterbinden mit NordVPN. Dann noch dazu, Streaming-Dienste nutzen, überall auf der Welt. Games hier in Deutschland nutzen, die ihr hier eigentlich nicht spielen könnt. Serien, Filme gucken, die es hier nicht gibt. Wie das Ganze geht und noch zum günstigeren Preis als ein großer Kaffee hier bei McDonald's, das erfahrt ihr jetzt. Das Problem war folgendes. Eure Dateninformationen können nun mal leicht von Dritten eingesehen werden. Gerade auf dem Handy, wo viele keine Schutzfunktionen haben, ist das ein Riesenproblem. Mit NordVPN könnt ihr bis zu 6 Geräte schützen. Das heißt, eure IP-Adresse und euer Standort werden verschlüsselt, genauso wie eure Internetverbindung. Das heißt, ihr seid viel privater, anonymer und sicherer unterwegs. Das war ja nicht das einzige Beispiel eben mit dem Fake-Netzwerk. Auf einen Fake-Link klicken, irgendwas runterladen, auf irgendeinen Link klicken, der so ähnlich sich anhört wie Microsoft und dann ist er leicht anders geschrieben, man klickt darauf und hat sich komplett an den Arsch gekriegt. Mit der Bedrohungsfunktion von NordVPN werdet ihr halt vor so Sachen gewarnt. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und 4 Monate gratis. Ihr seid virtuell mit NordVPN immer da, wo ihr sein wollt, auf der Welt. Egal wo. Stellt es euch vor wie eine Weltkarte. Ihr klickt da drauf und ihr seid da. Virtuell. Und dadurch könnt ihr alles nutzen. Alles, was ihr wollt. Ach ja, und ihr habt auch keine Bandbreitendrosselung von eurem Anbieter. Das auch noch. Das Ganze kriegt ihr mit Code Holle. Link in der Videobeschreibung. NordVPN.com/Holle ist das Stichwort. Und schon geht's weiter im Video. Danke für euren Support. Also er sieht heftig aus, Leute. Er sieht wirklich gut aus, Haptik, aber wieder mal, wie ich finde, gewöhnungsbedürftig. Wieder sehr hart alles, sehr hart. Und das wird darauf schießen, dass beim Brot wieder hinten und vorne nicht stimmen wird. Meine Prognose jetzt, alleine von der Haptik. Schön frischer Salat, muss man sagen. Merkst du ein bisschen knackig, passt gut. Knackiges Chicken. Gute Mayo, passt gut. Da seht ihr auch beim Käse, zumindest optisch, hebt er sich ab jetzt von irgendwelchen klassischen Cheddar-Dingern und diesen Schmelzkäse-Teilen. Das ist ein hartes Rennen mit Burger King. Das Ding ist gut, das Ding kann man echt essen. Ich schwör's euch, da noch ein besseres Bun ran. Das wären noch bessere Burger, sagen wir es mal so. Aber der ist echt vernünftig. Knusprige Panade, das ist scheiße, Leute. Das ist scheiße gerade. Die Würze bei dem Burger King Ding, die war noch ein bisschen heftiger. Die Gurke hat mir gefallen. Hier kommt aber echt so ein frisches Feeling auf. Durch Salat, dieses Knacken, das ist nicht verkehrt. Deshalb struggle ich echt gerade, welcher besser ist. Würze für mich intensiver, besonderer bei Burger King. Mit diesem Tomatenfeeling. Dann dazu, da drüben noch diese Gurken. Fand ich auch special. Allerdings Minuspunkt, trockener als der hier. Frisch ist bei dem hier besser. Ich gebe unentschieden, ich schwör's euch. 7,4 auch. Frisch, knusprig, alles drauf. Das wird ein hartes Rennen, Mann. Jetzt rüber zu Burger King in Runde 2 zum Double Steakhouse Burger. Zurück bei Burger King. Runde 2, der Double Steakhouse. Dickes Ding, Mann, dickes Ding. Oh, wir brauchen noch 15. Für mich Fleisch leicht abschreckend, sage ich euch wie es ist, kann trotzdem geil schmecken. Leicht lascht das Fleisch, fehlt ein bisschen Wumms, leichte Trockenheit auch wieder drin. Recht trist, Leute, recht trist. Du isst, du beißt und du hast einfach diesen puren Fleisch, noch mehr Fleisch. Es schmeckt, wie es aussieht, Leute, es schmeckt, wie es aussieht. Eine lieblos gebratene Frikadelle. Man könnte davon sprechen. Letztens habe ich Big King und so getestet. Der ist ja wenigstens auch frisch jetzt gemacht. Vielleicht leicht besser als diese Standardburger, aber hier der Premium-Burger überzeugt mich überhaupt nicht. We'll 4,7 Punkte von mir, Leute. Kann man essen, kann ich nachvollziehen. Besser umgesetzt, vielleicht auch noch was anderes, aber Bock nicht. Gehen wir rüber zu McDonald's Big Tasty, kommt jetzt Ahmed, ne? Dann schauen wir mal, ob der Big Tasty das toppt. Bin ich selber sehr gespannt. Und dann haben wir auch schon das finale Ergebnis. Ja, Mann. Mal gucken, wer heute der Sieger ist. Und zurück bei McDonald's.
Für den, wie heißt Ahmed? Big Tasty Bacon ohne Bacon. Let's get it, let's go. Komische Soße, die muss man schon mögen, Mann. Echt sehr komische Soße. Sehr, sehr komische Soße. Versuche ich mal auszublenden erstmal, die harten Fakten am Tisch zu bringen. Käsiger, deutlich käsiger als bei Burger King. Um einiges. Und auch gar nicht mal schlecht. Wie willst du bin empfindlich beim Käse? Das ist alles im grünen Bereich, stimmig. Trotzdem trocken. Immer wieder dieses Problem. Ich mag die Soße einfach nicht, Leute. Kann ich mir nicht geben. Muss ich ehrlich sagen, alles jetzt nicht. Guck mal, ich habe ja Soßen gehabt. Keine Ahnung, wie bei Sido. Wird gesagt, wirklich tut mir leid, Leute. Null Punkte. Die kann ich verstehen. Die kann man mögen. Ist aber einfach nicht mein Ding. Ich versuche das in meiner Bewertung ein bisschen auszublenden. Soweit es geht. Hätte ich eine Skala für Trockenheit, wäre die ziemlich auf einem Level mit dem von Burger King. Hier ist leicht käsiger. Positiv käsiger. Was du hier auch nicht hast, ist wie bei Burger King drüben. Das ist einfach so diese pure Fleischmasse. Auch nicht besonders würzig ist oder besonders auffällig. Einfach trist. Da ist der hier ein bisschen vor an, aber mit der Soße auch, weiß ich nicht, Leute. Ich blende das ganz weit aus mit der Soße und gebe dir noch eine 4,4. Aber rein von den anderen Fakten ist der, würde ich sogar sagen, stärker. Nur die Soße wirklich, wie ich finde, geht gar nicht. Kann ich den nicht eine bessere Bewertung geben, kann aber durchaus verstehen, dass Leute hier bei dem natürlich sagen, finde ich besser als bei Burger King. Ja, Leute, was soll ich sagen? Kurzer, knackiger Test. Wir haben einen Gewinner, es ist heute der Burger King. Also, knappes Rennen. Spaß gemacht heute wieder. Haut mir gerne den Daumen oben rein, wenn ihr diese Vergleiche liebt. Ich bin ja jetzt ein bisschen hier auf dieser extremen Fastfood-Schiene. Bringt aber Spaß. Das ist für mich die Hauptsache. Die Videos bringen mir sehr Spaß. Lasst mich wissen mit dem Daumen oben. Dann weiß ich, da muss mehr kommen. Schreibt es gerne rein in die Kommentare, Leute, was euch interessieren würde, was ihr in den nächsten Videos vergleichen soll. Ich setze das um, Leute. Wenn da irgendwas ist, wo ich merke, da habt ihr voll Bock drauf, ich mache den direkten Vergleich wieder von den Ketten. Bei mich bocken diese Videos extrem. Kommentar rein, den Gutschein. Ich suche mal random einen Kommentar raus, 50 Euro Gutschein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.